Und hallo und willkommen zurück zu Dismantle in der Schnellepisode, ja? Mal gucken, was ich machen kann. Wir müssen erstmal eine Runde angeln. Das wollte ich noch. Ich muss erstmal gerade gucken, wo ich überhaupt bin, was ich überhaupt machen will. Und wir mussten, glaube ich, hier hoch. Ist natürlich genial, dass es jetzt gerade dunkel ist. Genau, da bin ich richtig. Müssen wir gerade zur Angel wechseln. Und versuchen noch ein bisschen was zu angeln. Hier ist ja keiner mehr, ne? Nee, okay. Schau mal, ist natürlich das super Wetter jetzt hier zum Angeln. Okay, wir angeln etwas anders, etwas unkonventionell. Ich vergesse immer, ich muss die andere Taste nehmen. Ob ich noch einen Seewolf finde hier irgendwo? Seewolf sei schon ein. Ich weiß gar nicht, was das für ein Fisch. Habe ich vergessen. Das Gericht heißt der Seewolf Kabayaki. Vielleicht ist er doch ein Seewolf, ich bin mir nicht sicher. Das sieht schon mal schlecht aus. Bisher habe ich nicht den Fisch, den ich brauche. Absolut fischfrei. Das ist ungünstig. Es piept noch. Stell, soll ich mir ansehen? Okay, wir gucken mal. Ich sitze natürlich intelligenterweise nicht am Stuhl. Ich sitze im Video auf die kalten Bretter. Bei minus 41 Grad. Da wird mir auch nichts einfrieren oder so. Oder anfrieren. Kein Problem. Wir sind schon bei Tag 63. Uff. Darf ich jetzt den Obeliskenbonus haben? Geht's eigentlich, ne? Hier beißt nichts an. Nüschte. Okay, wir haben haufenweise Fisch. Aber ansonsten hilft uns das nicht weiter. Okay, wo können wir noch hingehen? Können wir hier hochlaufen? Müsste eigentlich, ne? Boah, laufe ich das jetzt einmal ab hier komplett? Nur um Angelstellen noch freizuschalten, weil ich diesen Fisch unbedingt haben will? Oh, Backe. Das könnte länger dauern, ne? Ich glaube, das ist halt so eine Angel-Episode irgendwie, ne? Angelische Pesch-Episode. Oh, Backe. Oh, Backe. Abladen. So, können wir hier lang laufen? Können wir. Alles klar, dann laufen wir da lang. In, ja, Schnelltour sozusagen. Ich muss mal schauen, wo ich hin will. Lass mal liegen. Die Sachen lass mal liegen. Muss ich hier lang? Jo, ich muss hier lang. Nee, Moment. Da lang. Da können wir nicht durch. Ich könnte rumgehen. Ja, gehen wir rum. Da brauche ich keine Maske aufsetzen. Dann brauche ich keine Maske aufzusetzen, glaube ich. Festigstes Lager, da waren wir schon mal. Muss nur die Angelstelle wieder finden jetzt hier. Jetzt wird es doch langsam ganz schön kalt. Da ist das Lagerfeuer. Okay, dann müssen wir uns ein bisschen beeilen. Ganz schön kalt hier, ja. Das kannst du laut sagen. Da ist ein Lagerfeuer. Okay, wir können. Wo haben wir es denn? Da angeln? Beim nächsten Lagerfeuer oder hier unten? Wir probieren es hier unten und versuchen wieder zurückzulaufen. Ich hoffe, das geht. Hier muss ich angeln, ne? Oh boy, kriegen wir das hin? Los. Angel, was das Zeug hält. Ich kann gerade nicht umändern. Oh oh. Das ist nicht gut. Kriegen wir das hin? Ich weiß auch nicht, wie viel Damage wir in der Birne kriegen. Gleich durchgefroren. Nichts mehr zu fischen. Oh, jetzt muss ich losgehen. Schnell zurück. Ach, so schlimm ist es gar nicht. Viel Damage, aber wir ruckeln halt durch die Gegend. So. Ich wechsle hier mal auf den hier. Okay, da war auch nichts. Dann dahin zum nächsten Lagerfeuer.
Hier müssen wir lang, ne? Oder? Ich hoffe mal. Müsste eigentlich. Oh, hier ist noch wer. Und Schuss. Upsi. Wo ist denn hier das Lagerfeuer? Da unten. Bin falsch gelaufen. Hier sind wir richtig. Jetzt können wir angeln gehen. Oh, können wir nicht. Hier sind noch ein paar Dudes. Warte. Die müssen wir erst aufräumen. Oh, Backe. Holy moly, das hätten die direkt weggefetzt. Okay, damit hätte ich nicht gerechnet. Okay, schnell wieder zurück. Aufwärmen. Das Schepesch ist schon krass. Okay, jetzt können wir hier angeln. Los geht's. Tja. Wo finde ich diesen letzten Fisch, den ich brauche? Ich angle gerade alle Stellen ab, vor allem weil ich hier nicht angeln konnte und das immer noch ziemlich hardcore ist. Kann ich überhaupt noch angeln, wenn ich unterbrochen werde? Ich glaube nicht, oder? Keine Fische mehr. Okay, dann schnell zurück. Da war auch nichts. Nächste Stelle abgehakt. Jetzt haben wir hier unten noch eine Stelle. Wie komme ich da denn hin? Ich müsste zurücklaufen darunter. Das ist schlecht. Die haben wir schon abgehakt. Ja, ich müsste da hingehen. Das heißt, ich müsste zurück. Hierhin. Da müsste ich hier runterlaufen. Dahin. Und dann können wir dahin gehen. Im Idealfall. Oder kann ich mich pennen legen? Gucken wir mal gerade. Kann ich schlafen? Schlaf, um Zeit verstreichen zu lassen, um Bonus zu erhalten. 8 Stunden? Oh Mist, ist schon wieder Abend. Das ist nicht so geil. Das hat dir gut getan, aber die Zeit ist schon wieder verstrichen. Okay, gucken wir mal. Ist trotzdem ganz schön kalt hier. Das ist trotzdem ganz schön kalt. Ne, warte mal, hier bin ich. Hier ist die Angelstelle. Ist egal, wir laufen runter. Die andere Angelstelle ist hier unten irgendwo. Ob wir das jemals schaffen, diesen Fisch noch zu finden? Wo bin ich jetzt gelandet? Bin ich hier richtig? Hier bin ich richtig. Und hier bin ich nicht am Frieren. Das ist schon mal gut. Okay. Der hat ein bisschen mehr ausgehalten. Der hat 2 direkte Hits ausgehalten. Alter Verwalter. Das war schon ein bisschen hardcore. Okay, das ist die letzte Angelstelle hier in der Nähe, glaube ich, ne? Dann, muss ich mir was einfallen lassen. Okay. Da ist auch nichts mehr. Tja, dann gehen wir mal da lang. Laden noch ab. Und gehen mal hier, wo ist denn der Malerriss, wieder runter. So, dann sind wir unten. Tja, und jetzt müssen wir. Wo gehen wir denn jetzt hin? Da haben wir alles abgegrast, da war nichts. Wo kriegen wir. Hier können wir zu den Docks noch gehen. Dann gehen wir nach Westhafen. Dann müssen wir hier runterlaufen, ne? Ja, straight runter und darüber. Junge, war das laut.
Ja, hier lang und dann runter, ne? Hier lang? Ja, ich glaube, ne? Ich hoffe mal. Ich folge einfach mal dem Pfade. Schauen wir mal. Und tschüss. Kutschwing. Ah, schon krass. Da wird jetzt noch einer seine Klinge. Ah, es macht schon ein bisschen Damage hier. Der konnte nicht mal richtig schreien, da war schon zu spät. Er hat nicht mal gesehen, was auf ihn zukam. Ich glaube hier lang und dann runter, ne? Genau. Ach krass, das kann der Shepesh nicht, oder was? Auch nicht schlecht. Na gut, dann gehen wir hier lang. So. Da abladen. Okay, jetzt müssen wir hier runter und dann darüber zum Angeln. Hier runter und dann darüber. Puh. Die sind noch gar nicht draufgegangen, die Leute. Okay, der ist draufgegangen. Das ist gut. Wo muss ich denn jetzt hingehen? Oder wo kann ich jetzt hingehen? Da lang. Ich hoffe, dass mir keiner entgegenkommt jetzt hier. Tja, das wird doch eine Angelsession, ne? Auf der Suche nach dem letzten ungewöhnlichen Fisch. Aber ich glaube, das ist zu, wie soll man sagen, zu sauber. Ich muss eine ungewöhnliche Stelle finden, glaube ich, oder? Da sind auch noch rote Punkte auf dem Radar. Alles böse, böse Viecher ist hier. Kommt nichts bei rum. Da kommt nichts bei rum. Okay, das war die erste Angelstelle. Wo ist die zweite? Ach du Heilige. Holy moly. Okay, so geht's auch. Da rennt immer noch einer rum. Mehrere. Habe ich auch gerade ein bisschen hart kassiert zwischendurch. Da habe ich aber knallhartes gestanden gerade und einfach alles niedergemäht. Das war schon nicht ganz ohne. Hier ist die Stelle. So. Tja, dann nehme ich das noch mit. Ich weiß noch nicht genau, was ich noch abgucken könnte hier. Wir haben noch den einen Obelisken da unten im Süden. Ich glaube, südöstlich war der. Und dann fällt mir langsam nichts mehr ein, ne? Gibt es noch irgendwo ungewöhnliche Angelstellen? Bin mir jetzt nicht sicher. So, da ist noch eine Angelstelle. Hier ist interessanterweise noch ein Mana-Riss, aber ich weiß gar nicht, wie man da hinkommt. Ja, das ist die einzige. Ne, da unten ist noch eine Angelstelle. Okay. Die habe ich alle abgegrast. Da auch. Ja, so langsam wird es ein bisschen. Wie soll man sagen?
Hier habe ich immer noch nicht geangelt. Da und da. Hier unten. Da ist der Obelisk. Hier sind auch noch Angelstellen. Ich habe keine Ahnung, wo ich den Fisch herkriege. Da ist auch noch eine Angelstelle. Ganz, ganz oben im Norden. Ja, fahre mich heute die Angelstellen ab? Ich weiß nicht genau. Ich würde halt gerne dieses Menü auch noch fertig machen. Und noch ein bisschen was bauen. Tja, und den einen Obelisken können wir noch machen, ne? Da ist auch noch eine Angelstelle. Dann wäre aber so langsam, aber sicher, würde ich sagen, alles durch. Also, ich wüsste dann langsam nicht mehr, was ich noch machen könnte. Oder wohl machen wollen wir. Wobei, ich habe doch gesehen, es gibt noch Eingänge bei der Startrampe. Beim Kronensender. Oh, da ist er. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Yay. Der Fisch sieht echt komisch aus. Okay, dann kann ich das ja kochen. Habe ich denn hier irgendwo was zum. Guck mal, diesmal habe ich auch nicht so viel gefunden hier. Dafür habe ich den Megafisch. Jetzt kann ich das Gericht kochen. Wo zum Geier könnte ich kochen? Hier oben vielleicht, ne? Gucken wir mal. Wir gehen mal. Können wir hier zurückgehen? Ja, können wir. Ah, hier ist alles voll, ne, weil alles respawned ist. Ja. Gucken wir mal. Kommen die hier lang? Ne, kommen die nicht, ne? Der geht nirgendwo mehr hin. Okay. Ich muss hier ein bisschen aufpassen. Das ist ein bisschen lautes Spesch. Muss ein bisschen leise sein hier. Auf leisen Sohlen, auf leisen Gummisohlen. Da ist ein Hunter zum Beispiel. Das hat wehgetan. Das ist schon cool, dass das hier so eine, wie soll man sagen, so eine Art Flammband macht. Du kannst auch auf Range gehen, ne? Okay. Dann gehen wir wieder zurück. Ja, dann lassen wir da drin stehen. So, dann gehen wir hier wieder zurück. Laden ab. Und hier können wir auch kochen. Das geht auch. Dann brauchen wir uns keine Kochstelle suchen. Dann haben wir das ja auch abgehakt. Wir brauchen dreimal diesen Seewolf. Oder was ist das? Wie hieß der? Unamasu hieß der. Okay, sechsmal Korn. Sechs, nee, fünf, doch sechs Zwiebeln. Das sind ganz schön viele Zwiebeln und viermal Reis. Seewolf Kabayaki. Beutematerial 100%. Okay, nice. Haben wir was gelernt. Ja, das haben wir geschafft. Und ja, dann bleibt eigentlich noch der Obelisk übrig. Ob wir den das schaffen, weiß ich natürlich nicht. Wir sind schon so spät. Oder ich gehe erstmal zurück. Wir könnten mal hier gucken, ob wir da hinkommen. Dass wir das noch abbauen. Wo sind wir denn jetzt überhaupt eigentlich? Da sind wir. Ja, ich würde sagen, wir gehen erstmal in die City. Da. Und dann gehen wir darüber. Dann können wir das noch abbauen. Da, vielleicht ist da nämlich noch was zum Farmen. Und dann. Gute Frage. Du müsstest mir da eigentlich da unten hingehen zum Brückenkopf. Ja, würde ich sagen. Dann machen wir nächstes Mal dann den Obelisken noch. Ich hatte das Gefühl, noch zwei. Hier, da sind noch zwei Türen. Siehst du hier, die hier und der hier. Aber der war verstopft. Der ging nicht. Der, ich weiß gar nicht, ob der ging. Ich glaube auch nicht. Wobei, da ist aber ein Eingangssymbol. Aber das hatte ich ja drüben auch. Da, guck mal, da ist auch ein Eingangssymbol. Aber da konntest du nicht reingehen. Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Damals stand drin, dass der blockiert ist oder wurde blockiert, damit da keiner rein kann. Bin mir nicht mehr sicher. Ja, mal gucken. Wir gehen mal zurück. Das heißt, ich muss jetzt hier lang. So, schnelle Fortbewegung und dann wollen wir in die City, nach Midstadt. Dann gehen wir da nochmal hin. Jetzt muss ich allerdings Klamotten wechseln. Und zwar muss ich hier meine Hardcore-Rocker-Klamotten anziehen. Ich habe nämlich die anderen nicht. Habe ich nicht gebaut. Den Stahlhelm könnte ich anziehen. Schadensreflexion. Ne, ich brauche bei den hier. Weil wir da ein paar Stellen haben, wo wir tatsächlich Maske brauchen. Dann gehen wir da mal gerade rüber. Ich glaube, hier war das nämlich schon.
Siehst du hier zum Beispiel, hier raucht es. Können wir nicht durchlaufen. Oh, hier habe ich ja alles kaputt gemacht. Stimmt ja. Hier habe ich die Stadt ja ein wenig aufgeräumt. Für Material. Sieht echt krass aus, ne? Wenn die Sachen fehlen hier. Das ist schon ein bisschen heftig. Okay. Guck mal, hier liegen nämlich noch Materialien. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Okay, so, jetzt müssen wir mal gerade gucken. Die Angel muss weg, der Bauplan muss her. Und dann muss ich was bauen und dann mit Alt und dann löschen. Okay. Und wieder wechseln. Sehr gut, dann haben wir das auch erledigt. Dann können wir das noch einlagern. Okay, dann war das auch schon erledigt. Das ging ja schnell jetzt hier. Ja, da porten wir uns dann noch runter und dann würde ich sagen, machen wir dann in der nächsten Episode weiter, weil ich stehe schon ja hier auf dem Drücker, hier auf dem schnellen Drücker sozusagen. Ich muss mich beeilen. Ich habe nicht so viel Zeit heute leider. Ist alles schon ja zu spät, zu spät, zu spät. Und ja. Dann machen wir heute leider eine etwas kürzere Episode. Aber viel haben wir ja auch nicht mehr. Also wir sind jetzt bald durch. Also viel ist nicht mehr. Ein Obelisk habe ich noch, den ich noch machen könnte. Ja, ein Obelisk, den ich noch machen könnte. Und dann noch ein bisschen was am Häuschen bauen, hätte ich gesagt. Warte mal, hier hinten lang, ne? Und dann, ja, weiß ich nicht. Ist so langsam, aber sicher, Ende. Schnelle Wortbewegung. Und zwar dahin. Nach Schlangenfurt. Dann kommen wir dahin. Wir können uns. Ist da ein Lagerfeuer in der Nähe? Ja, ist ein Lagerfeuer. Gehen wir das zum Felsbergpass noch hin. Wir können da noch kurz angeln. Dann angeln wir da noch kurz. Da könnte man noch eine Brücke reparieren. Wo geht denn die hin? Die können wir uns nochmal angucken. Komm, das machen wir ganz gerade noch schnell. Ausnahmsweise. Gepäck wechseln wir mal auf Schadensreflexion. Ich müsste eigentlich den anderen Anzug basteln. Da muss ich mal gucken. So, wir könnten ja mal kurz speichern zur Sicherheit. Guck mal, da ist eine Angelstelle auch noch. Hab ich nicht gesehen? Oder ist das die Angelstelle schon? Sind wir schon da? Nein, ich glaube nicht. Habe ich gewechselt auf Angeln? Nee, wahrscheinlich nicht. Angeln. Da war sie doch gerade. Jetzt. Okay, komm, dann Angel, zwei Angelstellen. Dann haben wir wirklich die Angel-Episode gemacht. Mal gucken, was da noch bei rumkommt. Wäre lustig, wenn da noch so ein Fisch rauskommen würde. Ich glaube zwar nicht dran, aber hey, mal gucken. So. Ja, dann haben wir das gleich erledigt. Und ja, beim nächsten Mal, wie gesagt, den Obelisken. Und noch ein bisschen was bauen. Vielleicht auch noch. Danach noch eine Episode mal kurz gucken, wenn wir da noch irgendwas bei Untergrund haben sollten. Was ich zwar nicht glaube, aber hey. Ja, weißt du schon. Ich will gucken, dass ich das eine oder andere zur Not noch mitnehmen kann hier. Wenn es was Interessantes ist. Huch. Also dafür kannst du es nehmen, ja, für Blätterfarben hier. Da kannst du es vielleicht gut gebrauchen. So, ja, da lang. Und dann haben wir. Okay, hier bringt es nicht ganz so viel. Dafür bringt es was? Was war denn das? Okay. War da noch irgendwas? Achso, da ist irgendwas gestorben. Da ist noch ein Steak oder irgendwas? Jo. Okay, wo war denn jetzt hier die Tür? Warte mal, hier war noch irgendwo noch eine Angelstelle und eine Tür. Da war das. Oh. Alter, der hält das aus. Der ist echt tanky. Müsste ich reparieren. Achtmal Bauchholz haben wir, glaube ich, nicht, oder? Sammeln. Null. Wir haben kein Bauholz. Können wir nicht reparieren? Haben wir kein Bauholz für. Das ist schlecht.
Tja, da müssen wir mal schauen. Hier können wir noch angeln. Jetzt können wir angeln, okay. Dann angeln wir die Stelle noch und dann haben wir auch wirklich alles weggeangelt hier. Also da, ja, brauchen wir Bauholz. Das ist blöde. Da kommen wir nicht hin. Ich kann aber auch nicht erkennen, na, was da sein könnte, ne? Oder könnte man das vielleicht gucken? Wir gucken gleich nochmal. Wir gucken gleich nochmal. Nichts? Naja, okay. Gucken wir mal. Können wir da irgendwas sehen? Ne, wahrscheinlich nicht, ne? Man sieht einen Pfad, aber man sieht nicht, wo der Pfad hinführt. Ich kann nicht viel sehen. Nach der Map sieht es aus, als wenn da irgendwie was vergraben sein könnte hier. Da. Da sind nämlich so einzelne Steine. Da könnte vielleicht was vergraben sein. Wir müssten halt 8 Bohrholz herstellen. Was hätten wir denn in der Sammlung? Holz könnten wir vielleicht verarbeiten. Vielleicht haben wir auch Glück. Vielleicht haben wir noch Bohrholz zu Hause. Dann könnten wir da nochmal nachgucken tatsächlich. Die haben wir genug. Das reicht für alles, was wir mitnehmen wollen. Also das ist kein Problem. Das habe ich so angesetzt, damit es nicht so viel wird. Wo müssen wir jetzt lang hier? Verdammt mich. Hier drüben, ne? Genau. Dann schauen wir. Okay, wir haben ein bisschen was geschafft. Ich setze mich mal hier hin. Und ja, das soll wie gesagt erstmal das gewesen sein. Ist eine kürzere Episode, es tut mir leid. Ich hoffe, das ist okay für euch. Und ja, in der nächsten Episode geht es noch weiter. Ich hoffe, ich habe da ein bisschen mehr Zeit. Muss ich mal schauen. Ich sage erstmal danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.